Yo, mein Name ist Brad Pitt und ich bin heute hier für Reputation TV. Ich bin heute hier in Berlin im Jakob-Kaiser-Haus und werde Klaus Ernst von den Linken treffen und mit meinen Reputation-Videos konfrontieren. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Ja, schönen guten Tag, Herr Ernst. Wir haben uns ja gerade schon kennengelernt und netterweise das Du angeboten. Wir fangen am besten mit dem Video der zweiten Runde an. In dem Fall war das Thema Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Und es ging darum, seine persönlichen Einflüsse der Politik aufzuzeigen. Nicht entscheidend, was er denkt. Er braucht Scheine, wenn es brennt. Muss sich selbst behaupten. Es gibt keinen, der ihn bremst. Das heißt rauslaufen, draufhauen, aufmucken, draufspucken, ausrauben, Rausch kaufen und mit Jungs schaulaufen, die es auch brauchen. Nichts, das er hinterfragte. Er hat genommen, was er kriegen kann. Kind der Straße, linke Ader, sturer Pisser, Anti-Alles bis zum Tag vor dem Jugendrichter. Ma war krank geworden von dem Leistungsdruck, bis sie sich das Leben nahm, uns macht der Scheiß kaputt. Dieser Song hier ist wie Puzzles zusammenlegen. Diese Krawattenträger steuern unser ganzes Leben. Wir gehen drauf, wenn wir nicht anfangen, uns loszureißen. Politik kann über Leben oder Tod entscheiden. Jetzt hast du dir das Video ja angeguckt. Jetzt ist es für mich einfach mal interessant, welchen Eindruck so ein Rap-Song auf dich macht. Ob du Ähnliches auch schon mal gehört hast. Und würde mich sogar interessieren, welche Gesinnung man da raushört, wenn man mich als Person nicht kennt und sowas jetzt zum ersten Mal sieht. Also was ist dein Eindruck? Also es ist deine Geschichte, das ist mir ja sehr schnell klar geworden. Es ist eigentlich ein sehr trauriges Lied. Mhm. Also von dem, was du erlebt hast, wie dein Leben war mit deiner Mutter, die gestorben ist und so. Mach traurig erstmal. Sie war Klassenbeste, hochbegabt in einem roten Staat. Eine wunderschöne junge Frau, stolze Pionierin, doch Revolte im Herzen. Sie hat sich losgesagt, denn sie wollte was werden. Ich rede ja von einem roten Staat, gemeint ist die Deutsche Demokratische Republik. Viel habe ich davon natürlich nicht wirklich mitbekommen. Man hat eine gewisse Lebensphilosophie, die sich natürlich weiter durchgetragen hat. Jetzt interessiert es mich persönlich sehr, dass Sie als wie gesagt, Münchner, als Linker, wie Sie das damals aus der BRD wahrgenommen haben, wie Sie die DDR empfunden haben. Und der Blick auf die DDR erstmal einer, der so zu beschreiben ist, es war ein Staat, wo unsere oberen Heinis, die uns auf den Zehen rumgetrampelt sind, nichts zu sagen hatten. Leben in der DDR gab wenig her und viele fragten sich, wie es wohl ohne das Elend wäre. Doch sie war Rationalistin, fernab von Geschichten, Sucherin des Lichts, die die Schatten beschwichten. Der Widerspruch für mich wurde erst wirklich sichtbar nach der Wende. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, das, was da mit den Menschen gemacht wurde, ist absolut unerträglich gewesen. Mhm. Also Leute nicht nur einzusperren, sondern Leute vom Studium auszuschließen, weil sie eine Herkunft hatten oder weil irgendjemand aus der Familie mal einen Ausreiseantrag gestellt hat. Mhm. Oder Leute einzusperren, weil sie eine andere Meinung hatten. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Also da könnte ich mich heute noch richtig drüber aufregen. Warum? Weil die Idee eines Staates, in der das, was erwirtschaftet wird, erstmal allen zugutekommt und nicht nur einer kleinen Minderheit, das war ja die Situation im Westen, das ist es bis heute, die ist ja erstmal nicht schlecht. Menschlichkeit, die meisten täuschten's vor, doch ihr war's ernst, sie hat ihre Mom mit 9 verloren, wollte ein besseres Leben für ihre Neugeborenen, ihre beiden Söhne, sie hat ihnen Treue geschworen. Jetzt haben Sie gerade den Punkt der Wende angesprochen. Das ist für mich persönlich immer ein großes Thema gewesen. Was spreche ja auch den Todesfall meiner Mutter an. Ich weiß persönlich, dass sie sehr viel damit zu kämpfen hatte. Also sie war stolze Pionierin. Sie hat mich auch immer sehr kritisch erzogen, aber schon mir, glaube ich, versucht, eine gewisse Sympathie für den Sozialismus einzubläuen. Auch nicht, dass ich das negativ bewerte, ich halte das für eine gute Sache. Ich habe sie persönlich, bei mir ist es natürlich die Geschichte, dass ich meine Mutter habe am Kapitalismus scheitern sehen. Ich habe sie am Leistungsdruck scheitern sehen. Sie war eine sehr erfolgreiche Frau im Job, hat aber irgendwann sich in diesem bürgerlichen Leben einfach nicht wiederfinden können. Hey.
Es wird Zeit, die Augen zu öffnen. In abertausenden Köpfen regieren Hass, Neid, Missgunst, Grauen, Erschöpfung. Ich will die Bauern zerbrechen, die uns gefangen halten. Denn was die da oben tun, ist uns bei der Stange halten. Mir wird Angst und Bange bald, denn ihr seid ratlos, doch vertraut. Alle blind und hirngewaschen vom Diktator vor der Couch. Schalt ihn aus. Wir sollten einen Wahlwerbespot drehen. Was würden wir den Bürgern und Bürgerinnen übermitteln wollen in einem Song, wenn wir 2013 gewählt werden wollten. Okay. Ich habe das ein bisschen exzentrischer, glaube ich, umgesetzt und einen bewusst plakativen Song und ein bewusst plakatives Video gemacht. Seht ihr es auch so? Hebt die Faust hoch. Wir sind ein Movement hier. Wir sind Outlaws. Nehmt's in die Hand oder geh in den Ton. Revolution. Das erste, Revolution ist ja kein Selbstzweck, sondern wäre für mich Mittel zum Zweck. Zur Erreichung von einer Situation, die hinterher besser ist als vorher. Hier erscheint mir das, also die Revolution als Selbstzweck. Das wäre die Kritik an dem Text. Mhm. Ich finde es musikalisch gut gemacht, aber ich finde, es fehlen die Ziele. Wenn es jetzt eine politische Botschaft sein soll, also für einen Wahlsport, würde ich sagen, da müsste mit rein, für was wir nun sind. Das fehlt jetzt. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Sonst finde ich es auch musikalisch sehr schön gemacht. Dankeschön. Natürlich ist es jetzt in dem Falle schwer für mich, also ist mir sehr schwer gefallen, Lösungsvorschläge zu bringen, weil die Frage ist natürlich, was ist der Lösungsvorschlag? Da wir natürlich in einer Welt leben, die kapitalistisch funktioniert. Traum von Gerechtigkeit, der mir innewohnt. Ich sehe Diskussion über Mindestlohn und Inflation. Ich sehe Kindestod. Ich sehe uns, die Brüder stechen auf dem Hinterhof. Also müssen erstmal versuchen, die Verhältnisse wieder so hinzukriegen, dass wir das Leben der Menschen vernünftig zu gestalten. Was heißt das? Das heißt erstmal nicht nur Mindestlohn. Das heißt auch ein Lohn, der drüber ist, deutlich drüber über dem Mindestlohn, der angemessen die Menschen beteiligt an dem, was hier produziert wird. Das heißt, für junge Menschen nicht nur Chancengleichheit, dass sie vernünftige Ausbildung kriegen, und zwar unabhängig von dem, was ihre Eltern vorher gemacht haben, sondern dass sie, wenn sie dann die Ausbildung haben, auch einen vernünftigen Job kriegen, in dem sie arbeiten können. Nicht nur die Ausbildung. Das ist, also ich bin ein absoluter Befürworter und ich glaube, dass auch Parteien unabhängig, glaube ich, einfach nur eine gute Sache ist. Die Frage ist die Umsetzung. Also inwiefern, woher will man die Gelder nehmen, gerade jetzt in der ach so groß beschriebenen Wirtschaftskrise? Woher will man die Gelder nehmen, um sowas umzusetzen? Dann machen wir es am Beispiel. Der Mindestlohn kostet gar nichts, sondern der kostet den Arbeitgebern was. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass sie das momentan nicht zahlen könnten. Der würde sogar die Einnahmen des Staates erhöhen. Er würde zusätzliche Einnahmen haben über Sozialversicherung und über Steuern. Wenn wir sagen, wir wollen eine vernünftige Bildung, dann haben wir den Vorschlag, dass wir eine Millionärsteuer einführen. Dass wir Vermögen über 1 Million Euro mit 5% besteuern. Das bedeutet, dass der, wo 1 Million hat, ihm passiert gar nichts. Aber wenn er 1.100.000 Euro hätte, müsste er auf die 100.000 Euro Steuern zahlen. Die kann er locker zahlen, weil der Vermögenszuwächse bei den Reichsten immer noch größer ist als diese 5%. Er hat immer noch einen Zuwachs. Also es ist finanzierbar. Es ist getrieben von Macht und Gier. Vergesst ihr die Massen hier. Christlich-demokratisch, Gott hat uns längst verlassen hier. Der Weg zur Verdammnis ist der Pfad, den wir gerade pflastern. Kein Brot für die Welt. Nein, nein. Leopardpanzer. Wirtschaft ist das A und O, finanzielle Sollerfüllung. Geht's um Militäreinsätze, bin ich für eine Volksabstimmung. Ich hab kein Vertrauen mehr, Tage werden hässlich. Niemand kann euch stoppen, kann im Edit. Jetzt ist es im Wahlprogramm der Linken einer der Aspekte, dass der Rüstungsexport komplett eingestellt werden sollte und Deutschland sich nicht mehr daran beteiligen soll. Jetzt habe ich zwei Fragen, die daraus resultieren. Und zwar ist die eine Frage, dass natürlich Deutschland an Friedenssicherungsmaßnahmen beteiligt ist, indem sie Waffen exportiert. Ist es das, was Sie auch sehen? Ist es ein Risiko, diese friedenssichernden Maßnahmen nicht mehr zu gewährleisten? Und die zweite Frage, es ist natürlich wieder ein riesengroßer finanzieller Aspekt. Es geht sehr viel verloren. Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wie will man das ausgleichen? Gute Frage. Ich fange mal mit der Friedenssicherung durch Rüstung an. Da gibt es vom SIPRI, das ist ein Friedensforschungsinstitut in Stockholm, eine Analyse sämtlicher Kriege, die in der Welt bekannt sind. Und die weisen nach, dass sämtliche Versuche, den Frieden zu sichern, durch mehr Rüstung in der Regel zu Krieg geführt haben. Also dass das nicht die Lösung ist. Jetzt machen wir es jetzt am praktischen Beispiel zur Zeit. Syrien. Da gibt es die Forderung, dass man die Opposition bewaffnet. Selbst die Amerikaner sagen Vorsicht. Warum? Weil es sich in einem Konflikt meistens um zwei Parteien handelt. Und wenn wir das Waffenembargo lockern,
würde es im Ergebnis dazu führen, dass auch die andere Seite Waffen bekommt. Wir sagen zweitens, jedes Kriegsgerät sucht sich auch seinen Krieg. Und dort, wo Waffen hingeliefert worden sind, ist die Gefahr, dass man sie einsetzt, relativ groß. Das heißt, aus diesen ganz nüchternen menschlichen Überlegungen, dass Waffen in der Regel ja Geräte sind, die andere ums Leben bringen sollen, aus humanistischen Gesichtspunkten sind wir gegen Rüstungsexport. Jetzt kommt der zweite, sehr wichtige Teil. Was bedeutet das hier für die Menschen, die diese Waffen produzieren? Unsere Position ist erstens, jede Rüstungsproduktion hängt von politischen Entscheidungen ab. Und also nicht von wirtschaftlichen, sondern von politischen. Wenn die Regierung entscheidet, wir machen weniger Rüstung, weil es eigentlich sinnvoll ist, sind die negativ betroffen. Also muss der erste Lösung sein, sich zu überlegen, was kann man denn außer Rüstung noch produzieren. Das ist eine sehr alte Diskussion. Und ich denke, wir haben in der Bundesrepublik eine Forschungslandschaft und eine... Ich wollte es gerade sagen, also das Erste, was mir da immer einfällt, ist Technologie. Richtig. Ich frage nicht, wo das enden soll, leblos ans Ziel. Frag nicht, was die Menschen wollen, Demokratie. Frag nicht, wo das enden soll, leblos ans Ziel. Frag nicht, was die Menschen wollen, Demokratie. Es geht natürlich auch nicht so, dass man den Schalter einfach umlegt, sagen wir, jetzt machen wir nichts mehr. Unsere Vorstellung ist, dass wir dieses Ziel erreichen, dass wir die Rüstung runterfahren, keine Rüstungsexporte mehr, aber dass gleichzeitig die Menschen in dieser Industrie, die dort beschäftigt sind, eine gleichwertige, hochtechnische Aufgabe bekommen. Das heißt, dass diese Jobs erhalten bleiben und zwar auch in dieser wirklich qualifizierten Struktur, wie sie sind. Jetzt sagte der Herr Seibert in seinem Interview, er hatte ein Gegenargument gebracht und sagte, wenn man keine Kriege führen würde, dann wären beispielsweise vor 60, 70 Jahren, hätte man Nazi-Deutschland nicht besiegen können. Was sagen Sie dazu? Das Argument ist natürlich insofern richtig, dass Nazi-Deutschland militärisch besiegt wurde. Aber der Fehler lag ja vorher. Wie konnte man zulassen, dass Nazi-Deutschland so aufgerüstet wurde? Es war ja besiegt im Ersten Weltkrieg. Im Übrigen war es so, dass selbst amerikanische Konzerne teilweise an der Rüstung in Deutschland vorher mitverdient haben. Also es ist genau das Gegenteil richtig. Die Aufrüstung, die international über kapitalistische Staaten organisiert wurde, hat dazu geführt, dass selbst die einzelnen Nationen gegen Waffen kämpfen mussten, gegen Menschen mit Waffen kämpfen wurden, die jeweils in der eigenen Nation hergestellt wurden. Ach ja, eine Frage möchte ich noch stellen. und zwar sind Sie ja als Person ein bisschen in die Kritik geraten, beziehungsweise ich hatte das in den Medien mitbekommen. Sind Sie denn mit Ihrem Privatauto hier? Ja, was für ein Modell? Das ist ein Audi. Es ist kein Porsche. Dieser Audi. Der Audi, das ist das Auto, das ich normalerweise fahre. Okay. Der Porsche, das ist ja ein relativ altes Auto, der im Winter auch gar nicht zugelassen ist. Okay. Und wenn Sie gucken, draußen hat es Schnee, der hat nur Sommerreifen, ich würde da nicht weit kommen. Okay. Ja, es ist natürlich für mich interessant, dass man als Linker dann in einem Porsche fährt. Das war ja auch in den Medien. Es würde mich interessieren, wie man das rechtfertigt, wie man quasi sagt, okay, ich bin auf der einen Seite gegen den Kapitalismus und gegen und für mehr Menschlichkeit, für mehr Sozialsystem. Aber fährt ein Porsche. Ja, Sozialismus kommt heißt. Kommt da der Bayer durch? Nee, das ist ja ein schwäbisches Auto. Aber Sozialismus oder eine gerechte Gesellschaft ist ja für mich keine Gesellschaft, in der alle möglichst arm sind. Sondern es ist eine Gesellschaft, wo möglichst viele sich auch Wünsche erfüllen können, die sie persönlich haben. Und nach dem leben können, wie sie möchten. Das ist keine Gesellschaft, in der... Aber solange das nicht für jeden der Fall ist, ist es da ratsam, quasi sich, ich sag's jetzt einfach mal so, sich rauszunehmen, in einem Porsche rumzufahren, wenn wir noch nicht an dem Punkt sind, dieser idealen Gesellschaft. Sollte man nicht eher warten, bis es soweit ist, bis jeder in der Lage ist, da hinzukommen? Gute Frage. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass der in dem Auto sitzt, in dem Fall ich, sich dafür einsetzt, dass es möglichst rasch und möglichst konsequent dazu kommt, dass sich möglichst viele das leisten können, was sie wollen. Und das mache ich. Also nach dem würde ich es nicht beurteilen. Man muss nicht arm sein, um sich gegen Armut auszusprechen und für Wohlstand für alle zu kämpfen. Das sind, glaube ich, schöne Schlussworte an der Stelle. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Es waren tolle Texte, die möchte ich auch haben. Dankeschön. Ja. Können wir ja vielleicht einrichten. Ja, genau.
Seht ihr es auch so? Hebt die Faust hoch, wir sind ein Movement hier. Wir sind Outlaws, nehmt's in die Hand oder geh in den Tod. Revolution.